Liebe Zuschauer, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Heute packe ich was aus. I love toys. Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature. Und es begab sich, dass mich am Montag fast ein Paket erreicht hätte. Also es ging zum Nachbarn. Der hat mir das jetzt 2 Tage später dann überreicht. Und ich ahne Schlimmes. Ich kann euch schon mal sagen, das ist von Herrn Malfein. Ich muss das mal drehen, sonst sieht man ja hier wieder. Ich zeig das mal so. Schön ist auch, ich hätte jetzt auch schon wieder gesagt, ne, ist denn schon Weihnachten? Ja, hier. Guck mal hier. Merry, very Merry Christmas. Ja, ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Geil. Hier, guck mal, vom Disney. Ist das vom Disney-Shop oder was? Ja, habe ich schon gesagt, von wem das ist. Liebe Kinder, was glaubt ihr? Von Mr. Malfein. Nein, doch, doch. Man soll es nicht für möglich halten. Ey, verrückter Kerl. Verrückter Kerl. Ich ahne Schreckliches, denn ich hatte in irgendeinem Video gesagt, ich wollte ja demnächst wohl so ein Tessic vergleichen, da, ne? Die beiden, die ich habe. Und es gibt ja da neue. Vielleicht vertue ich mich ja auch, weil das ist Wahnsinn, wenn dem jetzt so wäre. Ich guck mal, kann ich das nicht eigentlich so unten so öffnen, ohne dass ich das aufschneiden muss? Ist eigentlich auch doof, ne? Jetzt zerstöre ich den Karton. Ne, zerstöre ich gar nicht. Guck mal hier. Ha! Wer glaubt, ich bin doof, wa? Bin ich aber nicht. Alter, bist du bescheuert? Alter! Was? Was? Alter, hast du... Ey, Leute. Ich zeig euch nur mal eben so, ne? Könnt ihr sehen, ohne dass das hier rausfällt? Heiliger Bimbam. Ich hör echt die Weihnachtsglocken gerade klingen. Oh mein Gott. Alter, du... Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Alter, verrückt. Fast ist man geneigt zu sagen, wie könnte es anders sein? Ja, jetzt habe ich es wahrscheinlich verkehrt rum aufgemacht, ne? Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal. Guck mal, da geht sogar die Sonne auf. Auch selten, dass hier die Sonne aufgeht, ey. Alter, Clone Captain Hauser, Bad Batch. Alter, Vintage Collection 210. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, so ab ersten Freitag im Dezember habe ich dann wohl Malfein-Dezember. Ach du Scheiße, ey. Vor allen Dingen den Captain Howe, wusste ich gar nicht, dass es den gibt. Von Bad Batch. Wie viele gibt's denn da schon wieder? Ja, kriege ich ja nichts mit, ne? Oh, Scheiße, ey. Guck mal hier. Ja, er zerstört mich gerade komplett schon. Ja, guck mal hier, die 285 Vintage Collection Boba Fett Tusken. Tusken-Style, ja, Tusken steht da, ne? Ach du Scheiße. Ey, nee, ne? Das ist doch Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ja, das ist richtig. Und der Wahnsinn hört nie auf. Auch geil. Passend wieder zu 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter. Die 284 Moff Gergeroth. Ja, die Frage ist nur wieder, ich traue mich gar nicht, die auszupacken halt, ne? Aber die muss ich euch ja dann gebührend auch nochmal einzeln präsentieren. Ach du Kacke. Könnte man salopp sagen. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Ja, das ist ja schon wieder, ne? Aber das hört gar nicht auf. Jetzt lesen wir erstmal, was so in Süddeutschland passiert, ne? Was haben wir denn hier von der Zeitung? Oh, von 1983. Nein, Quatsch. Nein, wir gucken jetzt keine Zeitung durch. Obwohl, vielleicht soll ich das tun. Ach du Kacke, Alter. Ja. Ich zeig euch das Highlight, ne, das liegt da hier oben drauf schon. Ihr habt ja die Rückseite schon gesehen. Es ist nicht die, Sense-GIF. Das habe ich ja schon, aber ich kann euch das gleich sagen. Aber guck mal hier wieder, ey. Wieder für die Stormtrooper-Sammlung. Ich werde wahnsinnig. Alter, du, das ist doch, ey. Das kostet alles Geld, Mann. Genau. Guck mal hier. Stormtrooper Jedi Patrol. Oh mein Gott. Black Series, ey. Boah, der hat noch so einen Rucksack dabei halt, ne? Und Alter. Oh,
Das kann nicht wahr sein, ne? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ey, du bist so verrückt. Ich werde den Herrn jetzt auch nur noch nicht mehr Mr. Malfein nennen, sondern Matt Malfein. Ja, genau. Prima. Alter. Passend zu dem Moff Jesuit, ne? Die Imperial Officers auch noch. Ey, ich habe noch nie so ein Package gehabt. Die kannst du ja, glaube ich, auch nur übers Netz kriegen halt, ne? Die gibt's ja in den verschiedensten Ausführungen. Ach du Scheiße. Alter. Hier, Imperial Officer 4-Pack. Figur A ist Captain Pete, Figur B ist, egal, mit Erklärung, das ist gut, da verzweifle ich nicht so beim Unboxing und bei Erklärung. Figur B ist Admiral Motti. Alter. Ey, das ist doch Wahnsinn. Total verrückt ist das. Es ist schon verrückt. Heftig. Vintage Collection, Alter, diese 4-Packs, ey. Hammer. Ey, das ist doch. Das ist echt wahnsinnig. Ich muss ja erstmal frühstücken, glaube ich, ey. Ja, ein Bier trinke ich jetzt nicht, aber eigentlich wäre es das jetzt definitiv wert. Oh Mann, ey, sowas kann man gar nicht gut machen, Alter, ey. Ach, guck mal. Ey, nee, ne? Ja, das kommt. Guck mal hier, Ponda Baba Black Series. Ach du Scheiße. New Hope Edition. Die 02 ist das. Da ist er, der Walrussmann, der alte Klötenkopf. Obwohl das ja Zähne sind, ne? Wie wir mittlerweile wissen. Ey, das ist ja herrlich. Das ist ja einfach herrlich. Das ist ja unglaublich. Danke. Ja, jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt am Freitag oder dann den Freitag kommt nämlich Ponda Baba Vergleich. Ja, das habe ich leider schon abgefilmt. Ja, aber den mache ich nochmal extra. Die kann man ja auch schön öffnen halt und so weiter. Den gibt es ja nochmal extra. Ey, das ist der du. Was habe ich denn getan, Mann? Ich weiß es nicht. Ey, das kann doch nicht sein. Warte mal, ich greife mal noch hier drunter, bevor wir nach zu dem Großen kommen. Achso, das ist nur Staumaterial, ne? Pappe zum Basteln, auch immer gut. Ja, jetzt pass auf. Moment. Ich pack mal den Karton hier zur Seite, den schmeiße ich auch nicht ins schwarze Loch, sonst landet das alles beim Minister hinterher noch. Komm, ich platziere das hier mal schön, ne? Guck mal hier, leicht im Sonnenschein. Ja, und jetzt, guckt hier. Ey, das hast du nicht getan, ne? Ich meine, das ist ja schon total verrückt hier alles. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier präsentieren kann. Aber das hier, Alter. Ey, die Sachen gibt es ja nicht geschenkt. Also ich habe sie jetzt geschenkt bekommen. Das Special Vierer Figuren-Set, ne? Ey, da sind sie. Ja, Rears, ne? Tessek. Das ist nur das Problem, ey. Ich muss die auspacken, ey. Dann mache ich den Vergleich mit den drei Tesseks, die ich habe halt, weil das muss sein. Ey, ist das geil? Das ist so klasse. Gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist so klasse. Dann hier noch zwei so Skiff-Guards. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Aber ich kann euch das ja schon mal kurz vorpräsentieren. Alter, wie geil diese Packages sind, ne? Oh, das ist ja herrlich. Guck mal, da kannst du so die Karten rausziehen. Da haben wir die 137. Rears, 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter, auch wieder. Ja, ist ja auch, ne? Wie gesagt, Rückkehr der Jedi-Ritter, 40 Jahre. Ich hoffe, dass ich im Dezember das fertig habe. Mein kleines Special dazu. Alter, die sind unpunched auch alle, ne? 286, da ist er, der Tessek. Oh, auf den freue ich mich. Mir ist auch. Ach du Scheiße. Und jetzt noch zwei Figuren, die gab es noch gar nicht. Also wüsste ich nicht, dass die schon mal irgendwann auf Karte rausgekommen sind. Guck mal hier, die 288. Wie heißt er denn? Welken Tizeri. Alter, die sehen so geil aus. Ey, das ist doch Wahnsinn. Nicht, dass du wieder gedacht hast, ich hätte nichts mehr zum Präsentieren oder zum Zeigen, ne? Also ich habe da noch so ein paar Dinge. Also das wäre nicht nötig gewesen, aber ne, doch geil. Und hier, Time Drengaren. Geil, die siehst du auch wahrscheinlich immer nur eine Sekunde halt und was weiß ich. Ja, da freue ich mich ja schon auf die Vorstellung halt auch und so, ne? Da kommt eh nochmal ein extra Video, dann zeige ich euch die nochmal nach. Ich muss ja erstmal sacken lassen. Das ist einfach verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Also, was soll ich denn da noch sagen? Danke, 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 danke. Dankeschön, ja, dankeschön kann ich da nur sagen. Jetzt will ich das aber mal bitte auch wieder hier so vernünftig reinpacken.
Ja, ich bin geflasht. Ich bin total geflasht. Das ist echt heftig. Also ich hatte ja den Verdacht, weil Matt Malfein hatte mir ja einen Kommentar geschrieben. Wie gesagt, da mit dem Testdeck habe ich glaube ich gerade schon erzählt. Ne? Ich bin gerade wieder etwas von der Rolle. Das ist ja der Hass. Das ist ja Killer. Also das ist ja Killer. Ey, was geht? Was geht? Und das Anfang November. Ja, eigentlich war das ja schon Ende Oktober da, wie gesagt, aber ich war nicht da und ey, geil, dass das angekommen ist und ey, heftig. Wie gesagt, ich hatte ja mich angemaßt, schon, wie gesagt, den Verdacht nicht, dass der mir jetzt wirklich die Dinger hier schickt. Also ausgepackte Lose, ey, die mich auch schon super drüber gefreut, ne, aber ey. Oh, holy Sif. Ja, Merry Sifmas wünsche ich dir und deiner Family. Schon mal im Voraus. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wieder. Hör auf damit, Mann. Hör doch auf damit. Nein, hör nicht mit da. Hör nicht damit auf. Hör nicht auf mich. Ich rede wir. Ey, ist das cool. Und guck mal hier noch. Nee, das zeige ich euch. Das zeige ich euch alles in einem Special halt, ne? Alter, das ist doch bestimmt alles Zeug, was man. Ja, also habe ich noch nichts von im Laden gesehen. Doch, ich glaube, den Boba habe ich mal vielleicht. Ich mag mich auch irren. Aber das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Also da hast du mich ja jetzt komplett wieder, Tag im Arsch. Ich wollte eigentlich jetzt gleich schlafen gehen, weil ich muss Schlaf nachholen. Aber nö. Ich freue mich jetzt erstmal noch. Die nächsten Monate und überhaupt. Mein guter ME, Mr. Malfein, Matt Malfein ab jetzt. Vielen lieben Dank, das ist. Alter, das ist echt verrückt. Also, egal was ich getan habe, ich danke dir mit sämtlicher Macht, die mir zusteht, zur Verfügung steht und aus ganzem Herzen, das ist unglaublich. Ich bin so ein bisschen sprachlos, das passiert ja eigentlich selten, ne? Ich meine, das hast du ja schon öfters geschafft, ne? Ist ja nicht das erste Mal, dass du das raus. Also, ey. Also ich könnte bald eigentlich auch Videos machen, Mr. Malfeins Sammlung 2. Dann präsentiere ich nur noch die Sachen, die ich so in den letzten Jahren von der Malfein, von Matt Malfein bekommen habe. Da kann ich auch, glaube ich, ein Jahr voll machen, mindestens. Das ist, ey, wie geil, Alter. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich irgendwann mal mein Star Wars Zimmer da fertig habe, ne, genug Vitrinen habe. Nicht, dass mir jetzt einer Vitrinen schickt, halt Glasvitrinen oder so, ne? Nein, das besorge ich mir schon in Zukunft alles selber. Und dann gibt's nächstes Jahr, spätestens Ende nächsten Jahres, haben wir dann auch mal eine Roomtour halt, ne? Weil ich will ja auch viel hinstellen und so weiter, ne? Man soll ja damit auch spielen können und so weiter. Und unglaublich. Wie gesagt, war ich nicht drauf vorbereitet jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich es hinstellen soll hier. Geht das so? Nicht, dass hier noch was runterfällt, ne? Ey. Danke. Also, du machst mich fertig, ey. Du machst mich echt fertig. Das ist unglaublich. Hätte ich jetzt Bier im Haus, hätte ich jetzt eins aufgemacht. Auch mittags um 1:30. Aber, ich habe kein Bier im Haus. Ich mache eh eigentlich wieder so ein bisschen Pause. Ein bisschen reduzierter, ne? Und so weiter. Ach, Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich dir Gutes tun kann, ey. Das ist, heftig. Ich breche das jetzt auch ab hier. Ich will mir das nämlich noch mal in Ruhe angucken, ohne euch. Ja, und wie gesagt, ne, dann, ich weiß nicht, womit wir im Dezember anfangen. Ja, wahrscheinlich hier mit halt, ne, und so weiter. Und dann Testdeck mache ich dann auch noch. Und ja, das reicht ja bis ins neue Jahr halt, ne. Ich würde dann schon mal so sagen, also wir sehen uns ja eh. Also meistens höre ich dich ja in deinen Videos, obwohl ab und zu sieht man dich ja auch, weil das ist auch immer sehr spaßig, finde ich, macht Spaß. Wer Mr. Malfeins Kanal noch nicht kennt und nicht abonniert hat, macht das mal ruhig. Also das kann ich euch sagen, das ist, wo kann man schon Wissenswertes, Informatives und hier, ne, bisschen Spaß auch, ne, das ist alles super. Also ich hoffe, dass wir uns irgendwann endlich mal persönlich sehen. Dieses Jahr wird es wieder nichts, aber nächstes Jahr, ich muss da irgendwie mal was planen, also das kann so nicht weitergehen, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Dankeschön. Heftig. Einfach nur heftig und
ja, mit heftig, wie Jar Jar Binks sagen würde, ne, heftig, deftig oder so, entlasse ich euch dann und bedanke mich fürs Zugucken. Bei Matt Malfine tausend unendliche Danksagungen. Vielleicht sollte ich mal einen Zettel schreiben mit tausendmal Dankeschön drauf oder so. Weil so eine ganze Rolle mal vollschreiben. Ich muss mir was einfallen lassen. Also, wie gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das ist unglaublich. Lieben Dank. Bleib gesund. Viele liebe Grüße. Habe ich schon Danke gesagt. Dankeschön. Und ja, auch allen anderen Dankeschön. Auch allen anderen, ne, die immer was schicken zum Gore-Minister für mich, für ihn halt. Und auch was bei mir ankommt halt. Ne, ich bin jetzt mal geflasht. Das hat jetzt natürlich wieder dem fast die Krone aufgesetzt. Gehe ich jetzt zum Bruder und hol mir ein Bier? Nein. Ich kann mich auch so freuen. Ja, bleibt gesund. Wir sehen uns in ein paar Tagen, denke ich, wieder. Ne? Ey, danke. Digga, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Matt Malfine hat wieder zugeschlagen. In Full Effekt. Tschüss. Geil. Alto Belli, ey, ist der verrückt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist heftig, heftig. Heftig. Unglaublich. Diesen Film sahen Sie mit freundlicher Unterstützung von... Dankeschön, 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 Dankeschön.